So, Hallöchen und willkommen zurück zu Part 10. Meine Fresse, Alter, voll krass. Schon Part 10 und ich würde sagen, in diesem Part mache ich mal ganz spontan. Am Anfang, wenn man in der Anfangsstadt ist, darf man ja noch nicht in die Wiese gehen. Quasi, wir haben ja Route 1, Wiese und in Äschte in der Stadt haben wir noch nichts. Das heißt, da kann man noch kein Pokémon zu Gesicht kriegen, außer diese beiden, die Trainer, die sind ja auch nicht so ernst genommen, Witzer. Also, ich meine jetzt, ich baue mal einen Zaun. Moment. Ich baue mir hier einen schlechten Zaun hin und lasse eine Lücke. Einfach aus dem Grund, den ihr gleich sehen werdet. So, da ist jetzt ein Zaun. Und da kann man nur durch einen Spot durch. Da steht jetzt aber leider ein fetter Typ drin hier. Meinst du, okay, ein fetter Typ. Fetter Typ? Fetter Typ? Fetter Typ? Fetter Typ? Hallo? Irgendein fetter Typ? Gibt's hier nicht irgendeinen fetten Typ oder? Oh, der Typ. Der Typ steht da jetzt leider mitten im Weg und sagt: Nix Pokémon, nix Durchgang. Digga. So, das heißt, das Arschloch lässt uns überhaupt nicht durch, bis wir ein Pokémon haben. Aber wie stellen wir das ein? Nun, ganz einfach. Zurzeit sagt er das und das sagt er immer wieder. Aber er soll es ja nicht mehr sagen, wenn wir kopieren mal diese Seite und pasten sie und dann löschen wir den Text. Das mache ich aus dem Grund, damit ich das Bild wieder habe. Er soll uns durchlassen, wenn wir den Switch, beispielsweise den Switch 42 Starter ausgewählt, aktiviert haben. 41. Er soll uns durchlassen, wenn wir Switch 41 aktiviert haben. Gut. Das machen wir erstmal. Auf OK und dann auf OK. So, jetzt gehen wir mal ins Haus rein. Und wir sehen, sobald man einen Starter ausgewählt hat, wird Switch 41 aktiviert. Beispielsweise, wir nehmen Shiggy. Dann wird Control Switch 41 angemacht. Und wenn das aktiviert ist, wird Control Self Switch bei ihm hier ebenfalls aktiviert. Das heißt, Seite 1 ist überflüssig und Seite 2 wirkt dann aktiviert. Dort müssen wir dann halt einstellen, was wir machen. Das geht wie folgt. Als Beispiel: Oh, du hast ein Pokémon. Dann ich lasse dich jetzt durch. So, dann muss er irgendwie weggehen. In diesem Fall müssen wir hier stehen, wenn wir ihn anreden wollen. Und er steht dort. Er kann jetzt nicht nach links und nicht nach rechts gehen. Das heißt, wir müssen erstmal Platz machen. Als Beispiel, wir gehen einen nach unten. Das zeige ich euch jetzt mal. Wartet. Oh, ich lasse dich jetzt durch. Bla bla bla. Das heißt, wir gehen Rechtsklick. Wir nennen den mal Alfred. Einfach nur Alfred. Das seht ihr gleich warum. Jetzt haben wir kurz Speichern gedrückt und wieder drin. Jetzt Rechtsklick, Insert. Zweite Seite. Set Move Route. So. Erstmal, automatisch wird jetzt jemand bewegt. Erstmal wird der Player automatisch bewegt, weil wir im Weg stehen. Wir stehen dort im Weg und gucken nach oben. Das heißt, Turn Left, Move Left, Turn Right. In diesem Fall werden wir nach links gucken, nach links gehen, nach rechts gucken. Das machen wir. Dazu braucht man allerdings Zeit. Die Zeit kriegt man durch Wait. Beispiel 10 Frames. Wir gehen quasi den Schritt nach links und das dauert 10 Frames. Nach diesen 10 Frames, wenn wir links sind, muss der alte Opa weggehen. Als Beispiel gehen wir wieder Seite 2, Set Move Route, auf Alfred. Jetzt können wir gucken, mal, wie viel hier ist. Das hätten wir gar nicht alles auseinanderhalten können, wenn wir ihn gar nicht umbenannt haben. Wir haben ihn Alfred genannt. Klicken wir auf Alfred. Alfred soll dann Move Down, Turn Right, Move Right. Der geht dann quasi voll weg. Volle Kanne geht er dann nach unten, turnt dann nach White und dann geht er hier zack, 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 zack. Nach acht Feldern kann man ihn eh nicht mehr sehen. Das heißt, 8 Move White müssten locker reichen. Das sind ein bisschen mehr, ist ja auch egal. Dazu planen wir einfach mal 45 Frames ein. Nehmen wir mal 50. Komm. So, 50 Frames. Nach diesen 50 Frames ist es so, dass er weg sein soll. Er soll komplett weg sein. Niemand will ihn wiedersehen, weil er einfach nur eine kleine Mistkugel
gestaltest. So, das heißt, wir machen nach Wait 50 Frames, Rechtsklick, Insert, Control Self Switch. Ah, on. Okay. Neue Seite, Self Switch on, alles leer. Das heißt, nach diesen 50 Sekunden, nach diesen 50 Frames, geht er weg und kommt nie wieder. Um es euch zu beweisen, machen wir einfach mal einen Playtest. So, wir gehen ins Spiel und fangen neu an, denn hier, New Game, denn ich will euch ja zeigen, dass er am Anfang uns nicht durchlässt. Guten Tag, ohne langes Gerede fangen wir gleich mal an. Bist du Junge oder Mädchen? Junge, Digga. Cool, wie ist dein Name? Blablabla. Das ist übrigens nicht asynchron. Ich weiß ja, was da steht. Deshalb habe ich schon ein bisschen früher gelesen. Oh, dein Name ist A. Viel Spaß beim Pokémon-Fang. Digga, Shin, Yobo, Digga, blablabla. So, als erstes lässt er uns nicht... Ah, wisst ihr was? Erstmal, hier hast du die Turbo-Treter. Dankeschön. Dann können wir nämlich rennen. Das sieht jetzt natürlich abgehackt aus. Das ist ja total kacke. Das liegt einfach daran, dass die neue Map oben beginnt und dort der Charakter ja nicht eingetragen ist. Das ändern wir nachher gleich. Erst sagt er nix Pokémon, nix Durchgang, Digga. So oft er will. Hier, wir können so oft anreden, er lässt uns nicht durch. Hier kommen wir auch nicht lang. Das ist schade. Dann gehen wir erstmal in dieses Haus. So. Da ist Professor Eich. Der gibt uns ein Pokémon. Das suchen wir uns mal schnell aus. Das haben wir schön schnell hier gemacht alles. Willst du es haben? Ja. Would you like to give a nickname? No. Gehen wir raus. Äschte. So, jetzt. Oh, du hast ein Pokémon. Ich lasse dich jetzt durch. Jetzt, wenn ich Leertaste drücke, gehen wir nach links. Zack. Und er geht runter nach rechts. So, jetzt ist er komplett weg. Und wir können durch. Apropos Pokémon, der eingestellt. Das Einzige, was wir jetzt noch ändern, ich gehe mal kurz wieder raus, und der ist immer noch nicht da. Das Einzige, was wir jetzt noch ändern, wir ziehen alles ein Stück nach vorne. Ihn nach vorne und den Weg, den Zaun ebenfalls nach vorne. Ihr habt ja gesehen, das sah so komisch aus, als er abgehackt war. Das wollen wir ja nicht. So, den anderen darüber löschen wir wieder. Zack, zack. Und jetzt müsste es locker klappen. Locker flockig steht er da jetzt wie eine 1A-Banane. Banane? Keine Ahnung, ich rede hier auch schon die ganze Zeit irgendein Kram zusammen, nur um cool zu wirken. Nein, also, ach ja, wir haben keine Turbo-Treter, aber egal. Jetzt steht er da schön. Oh, du hast ein Pokémon, ich lasse dich jetzt durch. Zack, wir gehen weg und er geht auch weg. Das ist perfekt. Wir können uns auch erst bewegen, sobald er weg ist. So, das war quasi, somit könnt ihr so Events aufbauen, wo man erst was anderes erledigen muss, bevor man das und das machen kann. Das ist irgendwie sehr oft bei Pokémon so, fällt mir ein, ne? Da könnt ihr genauso gut zum Beispiel hier einen Trainer hinstellen. Moment. Misty stellen wir jetzt mal nach da. Als Beispiel. Dann noch nach da. Nach links guckend. Und in die Mitte zwei Pokémon, dass sie so einen Kampf machen. Da, zum Beispiel. Dann nehme ich mal Tutok, weil ich jetzt Tutok hier habe. Haben beide mal einen Turtok. Zack, zack. So, so, so. Und dann müsstet ihr, weil die jetzt, dann bräuchte man halt einen Viererweg, dann könnte man da erst, warte mal, ich zeig das mal. So. So. Einfach nur mal ganz schlecht, ne? Ah, verdammt, das ist ja nicht weiß. Moment. So. In diesem Beispiel, das seht ihr gleich, sobald wir im Spiel sind. Komm. In diesem Beispiel würde Misty und Misty da jetzt mit einem Tutok kämpfen und man könnte erst vorbei, das sieht natürlich kacke aus, weil Tutok so groß ist, aber man könnte erst vorbei, sobald man eingestellt hat, dass man das und das erledigt haben soll. Kann man halt immer so andere Sachen machen, wenn man nicht immer Bock drauf hat, dass ein Mann da steht und der sagt, nee, du kannst jetzt nicht vorbei, bla bla bla. Jeden das seine. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier mit diesem Part. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.